Wir werden hier zuerst diese Stammfunktion berechnen für alle m-Werte verschieden von minus 1. Dazu können wir wie folgt vorgehen. Dieses x hoch m ist genau dasselbe wie die Ableitung von x hoch m plus 1 geteilt durch m plus 1. Wir sind auch sicher hier nicht durch 0 zu teilen, da m ja nicht minus 1 ist. Jetzt haben wir hier Stammfunktion vom Produkt von zwei Funktionen, von der eine Ableitung ist. Also können wir diese entsprechende Formel einsetzen, die besagt, die Stammfunktion vom Produkt von zwei Funktionen, von denen eine Ableitung ist, kann wie folgt berechnet werden. Man schreibe das Produkt dieser beiden Funktionen, aber ohne dieses Prim, minus die Stammfunktion vom Produkt dieser beiden selben Funktionen, wo aber dieses Mal das Prim auf die andere springt. Genau diese Formel können wir hier einsetzen. Zack, ist gemacht. Also, wir schreiben hier das Produkt dieser beiden Funktionen, aber ohne dieses Prim, so, minus Stammfunktion vom Produkt dieser beiden Funktionen, wo aber dieses Mal das Prim auf die andere hüpft. Also schreiben wir diesen Bruch einfach ab und dann schreiben wir dahinter die Ableitung von ln von x, das macht ja 1 auf x. Hier bleibt jetzt noch als Potenz x hoch m plus 1 geteilt durch x, also x hoch m. Und diese Konstante 1 geteilt durch m plus 1 fliegt als multiplikative Konstante aus der Stammfunktion raus. Somit erhalten wir diese Rechnung. Bleibt also nur noch die Stammfunktion von x hoch m zu berechnen und das ist selbstverständlich x hoch m plus 1 geteilt durch m plus 1. In dieser Differenz können wir noch diesen Bruch x hoch m plus 1 auf m plus 1 ausklammern, so, und wir haben die Stammfunktion gefunden. Aber was ist in dem Fall, wenn m wohl minus 1 ist? Dann suchen wir diese Stammfunktion, Stammfunktion von x hoch minus 1 mal ln von x dx. Nennen wir diese Stammfunktion mal groß f. X hoch minus 1, das ist dasselbe wie 1 geteilt durch x. Aber 1 geteilt durch x ist genau die Ableitung von ln von x. So. Also haben wir hier die Stammfunktion vom Produkt von zwei Funktionen, von denen eine Ableitung ist. Und wieder können wir diese Formel anwenden. Wir schreiben also das Produkt dieser beiden Funktionen, aber ohne das Prim, ist gemacht, minus Stammfunktion vom Produkt dieser beiden Funktionen, wo aber dieses Mal das Prim auf die andere springt. Also bleibt hier ln von x, okay, und hier haben wir ln von x Prim, das heißt 1 auf x. Aber jetzt haben wir hier Stammfunktion von ln von x mal 1 auf x zu berechnen, aber das ist doch genau die Stammfunktion, die wir bestimmen sollen. Also sieht das hier aus wie ein Teufelskreis. Um die zu bestimmen, müsste man wieder von vorne anfangen, dasselbe machen und dann stößt man immer wieder auf diese Stammfunktion. Dem ist aber nicht so, denn wir können hier deutlich erkennen, dass die Stammfunktion f, die wir suchen, gleich einer additiven Konstante nah zu ln von x im Quadrat minus sie selbst ist. Also f ist gleich einer additiven Konstante nah, ln Quadrat von x minus f. Dann setzen wir dieses minus f links rüber, dann steht da groß f plus groß f, das heißt zweimal groß f, gleich ln Quadrat von x. Und jetzt brauchen wir nur noch durch 2 zu teilen und haben somit die gesuchte Stammfunktion doch noch gefunden. Diese beiden Übungen sind somit beendet.